Hier seht ihr erstmal den neuen Shop. Es sind zwei neue Skins da. Einmal Schlappohr und Knurrer. Den finde ich irgendwie gar nicht geil. Ja, geht eigentlich, aber hole ich mir jetzt nicht. Dann die Nachteule, die Spitzhacke, die habe ich mir gerade einfach aus Versehen geholt. Ich habe aus Versehen auf Viereck gedrückt. Naja, auf jeden Fall, heute zeige ich euch mal, was ich bis jetzt, was das Bauen angeht, gelernt habe. Also ich spiele jetzt seit Ende Season 2, also so richtig seit Mitte Season 3 ungefähr. Ich weiß, ich bin nicht der beste Spieler, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was ich jetzt so in den letzten Monaten gelernt habe. Auf jeden Fall erstmal Dankeschön für fast 50.000 Abonnenten. Wenn es 50.000 sind, wird auf jeden Fall noch eine Verlosung kommen. Also ja, falls ihr neu seid, könnt ihr gerne abonnieren. Also ja, los geht's. Also die erste Sache, die ich gelernt habe, ist der Floorlayer. Den kannte ich, glaube ich, seit Anfang Season 5 oder so. Also so richtig Bautechniken irgendwie habe ich erst in Season 5 gelernt. Also das ist eine Treppe, Boden, Wand, Treppe. Ja, einfach so weiter die ganze Zeit. Also ja, wenn ich in einem richtigen Spiel einen Gegner pushe, dann benutze ich das eigentlich oft. Dann als nächstes die 90s, also 90 Grad Drehungen. Also so. Und immer weiter. Also davor habe ich ja mich einfach nur so umgedreht und mich hochgebaut. Aber wenn man halt die 90s macht, dann kommt man halt viel schneller höher. Und jetzt und schnell. Ja. Dann, was ich als nächstes gelernt habe, ich habe meine Einstellungen auf direkt editieren eingestellt, also dass ich mit Dreieck direkt bearbeiten kann. Dann habe ich Spitzhacke auf L3 und hier standardmäßig Sprinten an. Das habe ich dafür gelernt, dass wenn sich jemand da hochbauen will, dass ich einfach eine Pyramide über mich baue und mich einfach schnell durchediktiere, weil wenn hier die Pyramide ist, kann der Gegner keine Treppe weiter hochbauen. Oder zum Beispiel, wenn sich jemand über mich baut, kann ich einfach eine Pyramide setzen und ihn einbauen und dann zum Beispiel Fallen setzen oder so. Dann als nächstes, das benutze ich immer, wenn ich einen Gegner im richtigen Spiel pushe. Zwei Treppen, zweimal Boden und zweimal eine Wand. Ich fand es am Anfang so schwer zu machen, also ich habe es wirklich so oft probiert und einfach nie geschafft. Ich habe es, glaube ich, zwei, drei Wochen lang geübt. Also hier mal schnell. Ja. Dann, als nächstes, das ist zwar die größte Materialverschwendung, aber sieht halt richtig geil aus. Und zwar zweimal Treppe, zweimal Boden, zweimal Wand und nochmal zweimal Treppe. Also das ist sozusagen das hier, also der Vorderjahr, nur zweimal nebeneinander. Also ich gehe mal an eine Seite, dann springe ich und dann mache ich das schnell und dann kurz bevor ich lande noch auf der anderen Seite. Und jetzt mal schnell. Ja. Also ist nicht mal so schwer, wie ich dachte. Aber ich würde es halt niemals im normalen Spiel benutzen, weil es sind einfach für eine Stufe schon 80 Materialien. Wenn, dann benutze ich es ganz am Ende, wenn ich unendlich Materialien habe und nur ein, zwei Leute leben. So, das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und vergesst nicht zu abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Also wie gesagt, ab 50.000 Abonnenten gibt es wieder eine Verlosung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Perfekt.